komm. Kannst du halten. Sag mal. Jetzt bist du dran. Ja, okay. Brauche ich eigentlich immer die gleichen Karten? Gleich oder wie soll ich denn? Was denn? Vorbei? Warte mal. Du, hey! Ja, du da, komm mal her! Die habe ich auch noch nie gesehen. Komm! Psst. Du bist dran. Ja, ja, hier. Hey, ich bin Steffen. Und das hier sind Jo und Marc. Eine neue, da würde er sich gleich wieder ranwerfen. Beachte die am besten gar nicht. Und du? Und du bist neu hier? Naja. Wer bist du? Was? Warte! Du hast das vergessen. Yeah. Hey. Tut mir leid. Guten Appetit. Mensch, war das heute ein schöner sonniger Tag. Da haben doch auch Sie viel erlebt, also nehme ich an. Teilen Sie doch Ihre Erlebnisse von heute auf unserer Facebook-Seite. Freude teilen von diesem Tag. Radio 8 ist gleich am Start. Die besten Geschichten von heute, gleich nur für Sie. Bist du wieder abgehauen? Mensch, Linda. Na, wenigstens hast du es versucht, oder? So, Knut, dann macht das heute für dich 5,78 Euro. Jo. 5 Euro was? 5,78 Euro, bitte. Kannst du das hier mal bitte rausnehmen? Ah, klar. Jetzt haben wir 6. So. Und, reicht das? Jawohl. Du kriegst sogar noch 22 Cent von mir zurück. Super. Ich mach dir das direkt rein, ja? Und den Beleg mach mir auch da rein. Alles klar. Also, Knut, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Reicht ja? Dir auch, Steffen. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Guten Tag. Steffen? Ja? Heute Nachmittag kommt eine neue Lieferung. Dann haben wir wieder Wassermelonen. Ah, cool. Danke. Bitte. Wassermelonen? Die liebe ich ja. Ja, lecker, ne? Ja. So, das macht 3,66 bitte. Ja. Wann gibt's die denn wieder? Also, der Lieferant kommt um 3. Da muss ich zu Hause sein. Also, ich habe um 4 Schluss, da könnte ich sonst auch schon bei Ihnen vorbeikommen und eine Ballone vorbeibringen. Sie müssen mich nicht siezen. Ich bin die Heike. Ich bin vor kurzem mit meiner Tochter neu hierher gezogen. Ach, freut mich. Hm. Da ins leerstehende Haus am Boxberg. Ja, woher weißt du das denn? Das liegt bei mir auf dem Heimweg. Ich komme nachher gerne vorbei, kein Problem. Ist ja lieb. So einen Service hat man auch nicht alle Tage. Ja, herzlich willkommen. Danke. Tschüss. Tschüss. Na?
Weißt du, was Wassermelonen und Menschen gemeinsam haben? Beides besteht zum Großteil aus Wasser. Außen hart, aber unter der Schale fruchtig süß. So, und haben Sie schon andere Leute kennengelernt hier? Ehrlich gesagt, nein. Wir sind ja so frisch erst hier. Ja, aber hast du echt noch Glück? Ja. Das, weil das ist echt schön. Ich laufe hier miteinander vorbei und dann mache ich auch so. Hey! Linda, komm doch mal raus. Darf ich dir... Steffen. Danke. Vorstellen? Steffen, meine Tochter Linda. Hi. Schön, dich wiederzusehen. Mhm. Ah. Ihr kennt euch? Ja, wir haben uns gestern kennengelernt. Ja, kennenlernen ist anders. Ach komm. Geh mir ein Stück? Dann lasse ich euch zweimal allein. Weißt du, als ich hierher gezogen bin, habe ich mich gefühlt wie eine Maultasche am Strand. So eine Maultasche? Komm mit, dann erzähle ich's dir. Als ich 9 Jahre alt war, habe ich in Stuttgart gelebt. Ja, und dann ist mein Vater gestorben. Ja, ein Autounfall und weg. Oh, das tut mir leid. Jedenfalls konnten wir dann die Miete nicht mehr bezahlen. Und so ging es zu meiner Großmutter. Sie ist wirklich eine herzensgute Frau. Hierher dann auch? Mhm. Ja, also meine Mutter blieb erst noch in Stuttgart. Sie musste noch ein paar Aufträge fertig machen. So Bauprojekte oder so. Ja, und ich war dann erstmal als junger Bursche schön weit weg draußen von der Heimat. Ich meine, ich liebe die Stadt, die ganzen Möglichkeiten. Und die Maultaschen. Ja, bei uns hießen die Herrgottsbescheißerle. Und jetzt bin ich hier mit all den alten Omas. Manche sind ganz lieb, viele grimmig. Ja, und dann warst du also die Maultasche am Strand, ne? Mhm. Aber hier gibt's doch gar keinen Strand. Der Ort ist wie ein Strand. Ja, so gut wie tot, aber mit der richtigen Perspektive stimmt's. Okay. Ich muss jetzt wieder heim. Ah. Ja, meine Mutter hat bestimmt wieder gekocht. Die Fertigsoße. Ja. Ich schreib dir nachher, was sie gekocht hat. Ja. So, hier. Okay. Okay, dann guten Appetit. Danke. Tschüss. Tschüss. War echt toll, mit dir zu quatschen. Es gab Fertigsoße. Ja, unsere Töpfe sind noch im Karton. Maultaschen gibt's wann anders. Was ist denn dein Lieblingsessen? Bolognese. Vielleicht kauft deine Mutter ja deswegen die Fertigsoße. Ja, sie will mein Bestes. Sehen wir uns morgen? Machst du Maultaschen? Wenn du willst, gerne. Na dann, treffen im Park? Ja, super. Ich freue mich drauf.
Hallo! Hallo, schön dich zu sehen. Kiffst du? Ja, ein bisschen. Ja, ich mach aus Sand den Strand. Komm her. Du Arsch, hör sofort auf mit dem Scheiß. Ach komm, Schätzchen, reg dich nicht so auf. Ich bin nicht das Schätzchen. Du bist so lustig, wenn du so redest. Wenn ich was? Ja, so redest. Was? Ey, nicht so wild. Ey! Ey, was ist mit dem Essen? Ey! Njam, njam, njam! Essen! Es tut mir leid. Was willst du? Es tut mir leid. Ich war ein Arsch gestern. Ja, das habe ich dir gestern schon gesagt. Ja, ich habe noch nie so drüber nachgedacht. Dann hast du eine verdrehte Sicht der Dinge. Mag sein. Und? Ich höre auf. Na echt, ich höre auf. Komm rein. Darf ich? Ja. Also ich will deiner Mutter nicht alles wegfuttern. Die stört das nicht. Also woher der Sinneswandel? Ich will lieber Zeit mit dir als Zeit im Rausch. Das hat mein Ex auch immer gesagt. Und dann begann er zu ticken und dann war seine Zeit abgelaufen. Das wusste ich nicht. Ich will dir was zeigen. Komm.
Mist, ich finde es nicht. Komm rein. Was suchst du denn? Ein Bild. Wollen wir zusammen ausräumen? Das taucht dann bestimmt auf. Okay. I gotta wait for better days. It's all starting now. It's not too late, we can be saved. If we make the time, it's gonna be alright. Had a clue, now I got a feeling. Just gotta hold on tight. Tonight, tonight. Too late, we can be saved.